Und ich finde schon wahnsinnig. Dorflinde, Niederhünigen. Und dann sehen wir 1904, oder? Und eben, was mich wahnsinnig dünkt, sehen ja genau, von wo ich es eigentlich aufgenommen habe, wenn man den Stammkörper anschaut. Der Käser, der alte Käser, habe ich gesehen, sie sind 476-jährig. Hier habe ich den Blitzer geschlagen. Ja. Und dann war sie auch schon schlecht. Einfach. Und ich wusste, ob sie sterben. Und dann habe ich sie eben eine zweite nebenzu gesehen. Und dann die auf der rechten Seite. Bildet eben mit der Zeit dann gleich wieder sehr schöne kleine junge Kronen, Sekundärkronen. Man sieht ja da, wie gewaltig das die Bäume werden. Also das ist ein 1250-jähriger Baum mit über 13 Meter Stammumfang. Das sind nur noch Einzelfragmente. Die Linden könnte man aktuell mit einer normalen Wetterpflege, indem man die angestorbenen Kronenteile entfernt, mit tiptop sicher machen. Das ist die Empfehlung an die Gemeinde Niederhünigen. Ich sage euch, es gibt Gemeinden, die nehmen so Bäume mit Handkost. So einen Baum muss man doch passen. Das ist das, was ich nicht verstehe als Spezialist, dass man überhaupt den Baum fällen will. Also was ist denn jetzt in der Gemeinde passiert? Oder? Uns ist es wichtig, dass wir das heraustragen, was das für ein spezieller Baum ist. Und dass man hier, wenn man den wegnimmt, Kulturgut zerstört. Man zerstört hier Leben. Man zerstört hier ein Zeitzeuge, ein Naturdenkmal. Und das ist eigentlich wahnsinnig, wenn man so etwas macht. Man muss sich vorstellen. Machen, was sollst du machen?